Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Live-Schaltung. Da es bei den letzten Malen immer ein Problem mit dem Ton gab, wäre es ganz gut, wenn Sie mir ein Feedback geben, aber ich glaube, es sieht alles soweit in Ordnung aus. Dann, ja, starten wir erstmal mit dem Gesamtmarkt. Hat sich ja doch seit der letzten Live-Schaltung einiges getan, die jetzt am letzten Montag war. Zwischenzeitlich gab es dann doch nochmal eine größere Abwärtsbewegung Richtung 3000-Punkte-Marke, was sich dann doch ein Stück weit, wir sehen das hier, das war, glaube ich, der Donnerstag, wo es eine stärkere Abwärtsbewegung gab. Freitag hat sich das schon wieder ein bisschen beruhigt und ja, den Rest haben Sie ja gesehen, die letzten Tage ist es wieder, vor allem am Montag, stärker nach oben gegangen. Und jetzt wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Ich denke mal, wir haben jetzt noch einen guten Monat bis zu den nächsten Quartalszahlen, also bis die nächsten großen Firmen. Es kommen natürlich immer Quartalszahlen, wie Sie in den Newsletter sicherlich verfolgen konnten. Aber bis die großen Firmen jetzt wieder kommen, wird es jetzt Mitte Juli. Und ich glaube, da wird schon vielleicht bei dem einen oder anderen ein Stück mehr zu sehen sein. Und bin mal gespannt, wie es jetzt über den Sommer weiter sich verhält. So, dann schauen wir erstmal ganz kurz. Danke für das Feedback auf die letzten Werte. Also ich glaube, jeder, der jetzt die ist, Werte von der letzten Woche mit eröffnet hatte, zumindest jetzt den Microsoft Credit Put Spread, da hatten wir dann natürlich am Freitag dementsprechend Glück. Nee, am Freitag war es genau, dass es hier ganz knapp über dem Niveau geblieben ist oder deutlich, eigentlich deutlich über dem Niveau. Da hatten wir 182,50 und wie Sie sehen, war jetzt zu keinem Zeitpunkt dieser Preis irgendwo in Gefahr. Das heißt, dieser Credit Put Spread ist mit dem maximalen am Gewinn am Freitag ausgelaufen. Ich glaube, das gleiche gilt für den den Short Put auf SP CE. Sollte eigentlich auch so weit drin gewesen sein. Hier war es der Preis von 15 und auch hier der Schlusskurs. Ja gut, bei 14,99 kann durchaus sein, dass Sie eine Ausführung bekommen haben. Ja, die Aktie hätte man dann Montag natürlich noch mit Gewinn verkaufen können, aber ich glaube, bei 14,99 wird jetzt derjenige, der den Put gekauft hat, keine Ausführung. Ich habe jedenfalls hier keine Ausführung bekommen. So dass die Prämie uns auch komplett erhalten geblieben ist. Und ja, für diese Woche jetzt ein Stück weit das Ganze noch interessant wird für den Wert Sono. Da waren wir gestern schon mal gut im Plus, habe ich ein Stück weit verpasst, hätte man die Position schon mal schließen können. Heute ist es leider wieder zurückgekommen. Hier waren wir auf 12,50 den Call, gestern bei 14. Das heißt, wir hatten eigentlich schon 100% Gewinn. Und ja, durch den Rückgang heute wird es wahrscheinlich schwierig, noch nochmal in diese Region zu kommen, wo es gestern war. Aber da gebe ich Ihnen dann auch nochmal einen Hinweis, falls Sie es sich irgendwie schon mitgenommen haben. Und wir erwähnen es immer ganz gut, wenn man in der Form, wenn man weiß, man ist jetzt nicht regelmäßig am PC ein Limit-Order zu setzen, dann werden solche Trades herausgeführt, wenn man ein größeres Spike ist, was ja immer mal passieren kann. Aber den Wert schauen wir uns natürlich. Wir können gleich nochmal auf die Option schauen. Wir hatten sie zu 85 Cent gekauft. Entschuldigung, zu 80 Cent. Das war dann dementsprechend, ja, gestern bei 61, jetzt sind wir leider 50% im Minus, wer die Position nicht geschlossen hatte. Aber es gab ja hier auch, glaube ich, schon direkt nachdem wir eingestiegen sind, den Spike, wo es auch schon mal auf 1,82 hochgegangen ist. Bei größeren Positionen, wie gesagt, immer ganz gut, wenn man entweder Teilrealisierung durchführt oder angesprochen die Limit Order. Und das war hier leider jetzt am vorletzten Tag des Handels etwas spät. Morgen ist natürlich Hexensabbat mit dem dreifachen Verfallstermin. Da wird es natürlich auch nochmal spannend an den Märkten. Und
Wir haben ja neben dem Wert auf Sono, der jetzt morgen ausläuft, noch einen zweiten Long Call auf den Titel SRNE. Der hat sich seitdem leider nicht wie gewünscht entwickelt. Hier wird jetzt nur noch eine Restwertrealisierung möglich sein. Da ist jetzt nicht allzu viel passiert seit dem Einstieg. Und das waren im Großen und Ganzen die Werte, die jetzt noch im Juni auslaufen. Einen, der etwas länger läuft, KHC. Da denke ich mal, auch wenn es jetzt natürlich durch den marktbedingten Rückgang gab, dass wir hier auf jeden Fall noch eine Bewegung Richtung 35 oder auch darüber hinaus sehen werden. So, das ist zu den Werten, die wir jetzt in der letzten Woche eröffnet hatten. Waren ja noch einige interessante Werte mit dabei. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen auch von der Trefferquote bei den Long-Optionen ist natürlich immer schwierig, wenn man mehrere öffnet. Ich denke mal, mit der Trefferquote bei 50% ist man richtig gut dabei. Man muss halt immer nur den Moment des Ausstieges irgendwo, ja, ich sag mal, dementsprechend richtig treffen, und da ist immer so die 100%-Marke eigentlich eine wichtige Benchmark, weil die anderen, wie wir jetzt auch hier bei SRNE sehen, können durchaus mal zum Totalverlust führen, wenn es hier noch 10 Cent sind. Haben auch oft das Beispiel, wo es in den letzten Tagen dann nochmal eine große Bewegung gibt. Ich meine, wenn eine Quartalszahl ansteht, sieht man das ja, aber sonst gibt es natürlich auch mal Ad-hoc-Meldungen oder Bewegungen, wo man vielleicht dann nicht damit rechnet. Deswegen ist es oftmals ganz gut, wirklich dann auch die letzten Handelstage noch abzuwarten und von vornherein eigentlich mit einer längeren Haltedauer zu kalkulieren. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ich noch einen Wert vergessen habe. Genau, einen Wert hatte ich noch vergessen, der morgen auch ausläuft. Das ist Alibaba. Da kann man eigentlich sagen, ich weiß gar nicht ganz genau, wann wir hier eingestiegen sind, am 2. Juni. Das heißt, hier ist eigentlich nichts in Gefahr. Den können wir dann natürlich auch morgen mit dem kompletten Prämie auslaufen lassen. Und der Rest sollte dementsprechend dann noch laufen. Jetzt schau, genau. Gut, ja, das mal zu den Werten der letzten Live-Schaltungen. Und jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, was im heutigen Tag so passiert ist. Es gab schon ein paar interessante, größere Volumen. Der erste Wert ist doch etwas unüblich, heute mit einem richtig großen Volumen hier auffällig war. Und zwar haben wir hier 9 Millionen US-Dollar, die in diese Option geflossen sind. Aktueller Kurs jetzt bei 13,70 $, die Aktie mit 8,4% im Plus, das Symbol CLDR. Und glaube auch von den Werten, ich hatte sie mir schon im Vorfeld einmal angeschaut, muss man auch sagen, der interessanteste vom Volumen her. Und hatten wir, glaube ich, wie wir unten an der Linie erkennen können, schon mal mit im Depot. Gerade in der Zeit der Corona-Hochphase hat er sich relativ schnell wieder erholt. Und deswegen haben wir ihn in der Form, glaube ich, auch schon mal als Short Put zumindest mit reingenommen. Aber der Long Call bis zum 17. Juli mit Strikepreis 15 sieht sehr, sehr interessant aus. Für diejenigen hier ist es recht einfach zu berechnen, die jetzt vielleicht die Berechnung so eines Break-Evens sich immer noch ein Stück schwer tun, ist immer der Strike-Preis plus die Prämie. Hier ist es recht simpel, wären wir bei 16 Dollar. Das heißt, wir haben 15 Dollar Strike-Preis. 16 Dollar ist dann der Break-Even. Also Sie sehen, da ist schon noch einiges an Bewegung notwendig. Heute ist der Wert um 1 Dollar gestiegen. Also noch zwei solche Tage sind mindestens notwendig, dass wir den Break-Even erreichen. Also wir sprechen dann schon noch von einer recht großen prozentualen Bewegung, das jetzt in einem Monat, und schauen natürlich hier auch einmal auf Miss. Ich glaube jetzt nicht, dass der Wert die Quartalszahlen in den Zeitraum bringt. Die kam jetzt schon am 3. Juni nachbörslich. Ansonsten haben wir jetzt an
auch in den letzten Tagen relativ wenig Meldungen. Heute ist noch gar keine mit drin gewesen jetzt. Kann natürlich immer etwas später oder nachgelagert dann kommen. Aber ja, vom Chart her und vom Volumen muss man natürlich ganz klar sagen, ist das sehr interessanter Wert. Wir hatten ja letzte Woche auch schon mal ein erhöhtes Volumen und ich denke mal, den Ausbruch hat es so ein Stück weit schon am Montag vollzogen. Den Ausbruch um 12:50, glaube ich, das war jetzt das letzte Hoch, was wir hier noch haben, vom Jahresanfang und oder Jahresende 2019, wo es hier um die 12 Dollar lag, genau, sogar leicht darüber. Das sieht momentan auf jeden Fall nach einem guten Aufwärtstrend aus. Ist nur die Frage, ob es die 15 erreicht, ob das jetzt auch in der Phase jetzt im Sommer noch so schnell geht oder ob wir vielleicht dann noch später hier einmal reinschauen und gegebenenfalls prüfen, ob es nicht über einen Short Put oder einen Credit Put noch eine gute Möglichkeit gibt. Das war der erste Wert, wie gesagt, mit dem größten Volumen, heute auch wirklich vor allen ETFs, vor der SPY, die ja sonst meistens den Anfang bildet. Und auf den Wert werden wir natürlich dann nochmal im Speziellen in der Option Station Pro schauen. Also CLDR mit dem Juli-Call auf 15 mit dem dementsprechend hohen Optionsvolumen. Der zweite Wert ist auch ein Wert, der schon einiges an Bewegung hinter sich hat. Wie wir sehen können, auch ein großer Gewinner der Corona-Krise, wenn man es als solche bezeichnen möchte. Ja, so den ersten Schock haben natürlich fast alle Aktien mitgemacht, wo der Wert nochmal zurück auf 20 gelaufen ist, wo er dann auch Mitte März als Tiefkurs war, jetzt bei über 40 Dollar aktuell. Heute mit 2% im Plus und auch hier ganz interessant, wenn Sie so mal auf die letzte Woche schauen. Sie hatten ja gerade den Gesamtmarkt gesehen, wir haben das auch bei anderen Werten gesehen. Da war der Wert eigentlich völlig unbeeindruckt von dieser Korrektur im Markt, ist weiter an den Höchstständen geblieben. Und sobald dann Montag wieder der Gesamtmarkt angezogen hat, ist natürlich hier der Ausbruch dann vonstatten gegangen. Also Problem halt hier. Sicherlich ein Stück spät alles, was den Chart anbelangt. Aber trotzdem ganz interessanter Titel, hat jetzt heute, so wie die letzten, also eigentlich die ganze Woche ein extrem hohes Call-Volumen. Sie sehen im Durchschnitt sonst nur 10.000. Heute sprechen wir hier von 50.000. Davon alleine 36.000 auf dem Juli-Call auf 50. Und ja, Sie sehen es im Prinzip, der kostet auch 1 Dollar. Das heißt, die Aktie müsste erstmals 20% Steigerung erzielen, damit der Strike-Preis erreicht ist. Also um jetzt Break-Even zu kommen mit diesem Trade, müsste man höchstwahrscheinlich ja, mit einer 25-prozentigen Anstieg in den nächsten Tagen rechnen. Aber auch hier ist das Volumen bei 3,6 Millionen, die jetzt investiert wurden, werden vielleicht nicht alles ein einzelner Händler sein, aber es sieht mir sehr stark danach aus, dass es hier doch um den größeren Investor geht, so dass wir uns diesen Wert natürlich auch nochmal in der Option Station Pro etwas genauer anschauen werden. Symbol BILI. Nochmal kurz der Blick auf Finviz. Ja, aus dem Bereich Electronic Gaming Multimedia aus China. Quartalszahlen kamen am 18. Mai, das heißt, hier sollten dann eigentlich auch keine mehr in der Form jetzt kommen. Gab ein paar Upgrades von Morgan Stanley und JP Morgan, aber Sie wissen, da schauen wir eigentlich eher weniger drauf. Und ja, scheint momentan ja auch wirklich ein beliebter Wert zu sein. Wie gesagt, wir sehen es auch so ein Stück am Volumen. Müssen wir mal dann in der Option Station Pro schauen, wie weit sich vielleicht auch eine andere Strategie hier noch anbieten würde. So, das ist der zweite Titel. CLDR, wie gesagt, der erste. Ich habe noch einiges am Put-Volumen gesehen bei dem Titel General Electric mit dem Symbol GE. Ja, der kurze Aufwind, der
Den er Wert hatte, hier eine Spitze bei 8,50 ist jetzt eigentlich auch schon wieder so ein Stück weit vorbei. Wir sehen auch hier Puts auf 6 bis zum 18. September. Da war natürlich schon einiges im Optionsvolumen. Also Sie sehen, ich kann es auch nochmal markieren, 30.000 im Open Interest. Davon jetzt 27.000, die heute gehandelt wurden. Ja. Müssen wir mal abwarten, inwieweit sich der Open Interest jetzt hier irgendwo verändert. Aber von der Tendenz her passt das schon, dass man hier eher davon ausgeht, dass nochmal die 6-Dollar-Marke angetestet wird über einen längeren Zeitraum bis Mitte September. Durchaus eine sinnvolle Möglichkeit. Und auch den Wert können wir uns natürlich nochmal anschauen. Aber fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so interessant wie unsere ersten zwei Titel CLDR und BILI. Glaub, den hatten wir auch schon einmal mit drin. Ja, das war schon länger her. Am Put im Mai hatten wir mal einen Put auf General Electric und ich sehe gerade, wir hatten natürlich noch ganz wichtig einen Wert vergessen, der noch aus dem aktuellen Bestand ist. Und zwar Visa. Das sollte eigentlich auch nicht mehr allzu viel passieren. Bei Visa hatten wir ja einen Credit Put Spread auf 187,50. Das war jetzt am Montag mal kurz auf diesem Niveau, aber jetzt nicht wirklich ein Schlusskurs darunter. Jetzt haben wir hier gute 6 Dollar Differenz oder 5,5. Also da sollten wir auch die komplette Prämie einnehmen, sodass wir natürlich unsere gute Trefferquote bei den Credit Spreads halten werden und uns jetzt den nächsten Titel aus dem Scan anschauen. Das ist auch ein alter Bekannter Streaming-Dienst mit dem Symbol ROKU. Call auf 125 ist natürlich eine super riskante Sache, wenn Sie sehen, das läuft jetzt nur bis morgen. Kostet trotzdem 2,80 Dollar. Ja, denke jetzt recht einfach zu sagen, wo der Break-Even hier ist. Das heißt, wir brauchen natürlich jetzt noch 2,80 Dollar Bewegung. Heute hat der Wert 7,70 Dollar gemacht. Also dadurch natürlich auch das ein Stück weit begründet und auch hier sehen Sie richtig großes, massives Optionsvolumen, was natürlich dementsprechend hier auch darauf hindeutet, dass sich das wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück hier fortsetzen wird. Und ja, wer bereit ist jetzt mal für morgen etwas Riskanteres zu machen, sicherlich eine interessante Angelegenheit. Und wir können natürlich auch hier einmal schauen, ob es da noch Alternativen gibt, weil ich denke mal, da ist so ein kurzfristiger Put auf eher OKU wäre auch eine Möglichkeit. Selbst bis morgen könnte ich mir bei diesem Titel vorstellen, dass man dort mal sagt, man nimmt mal einfach einen Credit Spread noch mit rein. Muss ich natürlich noch irgendwo lohnen, aber da schauen wir in der Form dann auch gleich nochmal in die Option Station Pro. So, also das war dann der vierte Wert, wenn wir so wollen, aus dem heutigen Scan. Ein Wert, der nach wie vor auch recht hoch frequentiert ist. Und aber hier, das Ganze natürlich auch durch die großen Schwankungen mitbedingt ist, ist Boeing mit dem Symbol BA. Hier perfektes Beispiel, eine Option, die morgen ausläuft auf 200, war letzte Woche noch über 35 Dollar wert, nachdem der Wert explodiert ist. Jetzt sieht es so aus, dass es vielleicht morgen wertlos verfällt. Aber das sind natürlich die Dinge, die dann auch das Volumen hier bedingen. Und gerade seit der Meldung, wo es hier Anfang Juni ausgebrochen ist, können Sie ja sehen, das ist wirklich beim Optionsvolumen einen richtig hohen Anstieg gab. Wir hatten hier teilweise Call-Optionen um die 500.000 Stück pro Tag und sind jetzt aber wieder so ein ja, normaler, ruhigerer Optionsvolumen Bereich gekommen bei 185.000. Aber generell in Wert, der momentan ein sehr, sehr hohes Volumen hat. Bei Boeing glaube ich, ja gut, das könnten jetzt auch noch, müssten eigentlich teilweise auch Einstiege sein, weil Sie sehen, der Open Interest ist hier nicht allzu groß, aber auch hier natürlich super riskant. Die Aktie müsste bis morgen 10 Dollar machen, das entspricht zu 5%, ist heute 1,3% im Minus. Sehe ich aktuell jetzt nicht unbedingt. Aus dem Chart deutet sich nichts an. Also es kann natürlich sein, dass morgen da nochmal einiges gepusht wird zum Verfallstermin. Das ist immer eine Möglichkeit. Deswegen
glaube ich, morgen werden wir auch noch ein paar Dinge Ihnen dann über den Skype-Chat mit an die Hand geben, falls jetzt doch noch irgendwo was akut wichtig ist oder wir vielleicht sogar noch eine kurzfristige Position mit reinnehmen, wie gerade eben beschrieben bei dem Wert Roku. Dann haben wir auch einen Wert mit einem sehr hohen Optionsvolumen, Symbol VIPS. Hier könnte man schon noch irgendwo überlegen, ob es noch Sinn macht. Die ja, Ausbruch ist ja quasi auch erst am Dienstag geschehen, hat sich gestern fortgesetzt. Klar, heute mit 5,4% natürlich der größte Anstieg der letzten Tage mit dem Montag zusammen. Aber heute kam erst das Optionsvolumen rein. Sonst ein Titel, der doch eher ein recht geringes Optionsvolumen hat. Also Sie sehen, da haben wir einen Schnitt von 5.000 auf der Call-Seite. Im Put-Bereich teilweise nur im dreistelligen Bereich, heute 339 Puts. Ich glaube, Durchschnitt müsste hier so um die 1.000 liegen, wenn ich es richtig gesehen hatte. Das wäre natürlich auch noch ein Titel, auf den wir hier im Speziellen mit eingehen wollen. Große Nachfrage gab es bei dem 17. Juli Call auf 22 Strike-Preis. Und hier sehen Sie, das ist natürlich schon etwas näher jetzt am aktuellen Kurs als bei den anderen Werten. Hier sprechen wir jetzt noch von einem Dollar Abstand auf bis zum Strike-Preis und nochmal einen Dollar bis zum Break-Even circa. Das heißt, klar, am Ende sind es auch 10%, aber wenn Sie sich gerade zurückerinnern an unseren anderen Titel bei BILI, da waren schon 25% notwendig, um Break-Even zu erreichen und das auch auf die gleiche Laufzeit. Also generell, man sieht es, glaube ich, auch hier hatte ich jetzt bei den letzten Titeln nicht ganz so detailliert darauf hingewiesen. Implizierte Volatilität ist zwar jetzt nicht mehr über 100%, aber wir haben immerhin hier noch 63% und das macht natürlich die Option auch bei einer Laufzeit von einem Monat etwas teurer. Und gerade wenn man in der Form ja dann noch eine größere Schwankung mit drin hat, ist die implizierte Volatilität auch bei Zeiten, wo jetzt keine Quartalszahlen kommen, dementsprechend hoch ja, einzustufen. Dann haben wir noch zwei, drei Titel, die auch morgen auslaufen. Hier haben wir das Symbol HUYA mit einer Call-Option morgen auf 19,50. Ja, die hat eigentlich jetzt den gleichen zweiten Versuch, wenn man so nimmt, für einen Ausbruch über die 20-Dollar-Marke versucht. Der ist jetzt schon mal Mitte, Ende Mai fehlgeschlagen. Das ist jetzt die Frage, das ist halt eine sehr kurzfristige Sache, weil sie ja auch morgen ausläuft. Kostenpunkt sind 35 Cent. Das heißt, auch der Wert muss schlussendlich bei 20,35 Dollar liegen. Und ich glaube, hier sind viele auch Intraday irgendwo rein, um jetzt den Ausbruch jetzt vielleicht zu nutzen. Und wäre mir ehrlich gesagt der andere Titel, den wir gesehen haben, der Streaming-Dienstleister RUKU etwas lieber. Aber wir schauen auch hier nochmal auf den Bereich. Vielleicht nochmal ganz kurz auf Entertainment. Auch ein Wert aus China. Also Sie sehen heute viele Titel aus mit na, Hauptland, kann man sagen, China. Vor Quartalszahlen kamen auch, das sind die meisten eigentlich durch, kann man schon soweit sagen. Ja, was bleibt sonst noch im Scan? Carnival Corporation, aber das auch Werte, die glaube ich, ja, da war schon einiges drin. Also läuft auch alles dann morgen aus. Ein paar Optionen wurden hier schon gehandelt. Bin mir jetzt hier nicht ganz so sicher, ob das alles Neueröffnungen sind. Also das Symbol ist CCL, Carnival Corporation. Aktueller Preis bei 18,60 und hier waren es Put- und Call-Optionen bis morgen. Können wir, glaube ich, außen vor lassen, auch wie Tesla auf 1050. Das wird, glaube ich, bis morgen nicht mehr. Wert hängt aktuell bei der 1000-Dollar-Marke. Meine Güte, das sind 5%. Das geht natürlich bei Tesla auch super schnell an einem Tag und ist sicherlich auch eine interessante Marke. Das heißt, das würde ich jetzt in der Form auch mal außen vor lassen. Las Vegas Sand, LVS. Puts auf 44. Das könnte auch interessant sein.
Gab kaum Call-Volumen in den letzten Tagen, aber Spot-Volumen war doch immer auf einem konstant, ich würde sagen, hohen Niveau, aber zumindest doppelt oder dreifach, doppelte, was vom beim Call-Volumen übrig ist. Und glaubt, dass es auch noch eine ganze Weile dauern wird, bis wahrscheinlich jetzt Casinos oder so Spieleressourcen in alter Form jetzt wieder besucht werden und auch die Umsätze dort generiert werden. Hier ist es aber auch eine sehr kurzlaufende Option mit 3 Wochen zumindest oder 2. Wir haben den 6. Nein, 2 Wochen genau bis zum 2. Juli. 44 ist der Streikpreis und Kostenpunkt ist aber auch 1,10 $. Wäre vielleicht auch nochmal so ein Kandidat für 22. April. Vielleicht sogar für einen Credit Call Spread. Ja, an News habe ich jetzt hier auch nichts Konkretes gesehen. Eigentlich jetzt auch keine größeren Bewegungen bei der Aktie zu sehen. Sodass wir lieber nochmal die restlichen Titel im heutigen Scan uns anschauen. Und zwar habe ich hier noch einen Wert, einen kleineren Titel mit Strikepreis 5 Dollar, Symbol PTEN. Sonst so gut wie gar kein Volumen oder ganz wenig zumindest, aber Energietitel Patterson UTI Energy, Call auf 5 bis zum 17. Juli. Aber wie Sie hier unten gut erkennen können, haben wir hier auf beiden Seiten, also glaube ich, heute und vorgestern ein erhöhtes Optionsvolumen. Klar, bei so einem Titel ist auch die implizierte Volatilität mit über 100% recht hoch. Könnte man auch nochmal dann eher über die Option Station vorprüfen, ob es hier ja über den Short Put vielleicht was eine Möglichkeit gibt oder sogar Alternativen. Das werden wir uns dann auch gleich noch anschauen. Ansonsten, ja, die Werte, die jetzt morgen auslaufen, denke ich, die lasse ich mal weg. Da ist einiges auf AMD, Boeing noch einmal dabei, sowie auch Microsoft. Und auch unsere Streaming-Anbieter mit dem Symbol ROKU kommt hier noch einmal vor mit einem Call auf 240. Dann etwas längere Laufzeit hier. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das würde bedeuten, dass sich der Wert verdoppelt in dem nächsten Monat, falls ich hier nicht falsch liege. Ja, das ist tatsächlich. Also eine Wette, dass der Wert 100% steigt in einem Monat, kostet 60 Cent, 60 Dollar. Da scheint doch dann ein Blick etwas genauer auf die News sich zu lohnen. Das werden wir dann sicherlich auch nach der Live-Show nochmal durchführen. Ich denke, da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten von dieser, gut, die implizierte Volatilität hält sich immer noch in Grenzen, oder habe ich hier das Datum falsch gelesen? Nee, also mit 78% ist sie jetzt nicht unglaublich hoch. Also da haben wir natürlich schon bei Biotech-Werten einiges mehr gesehen, aber scheint doch ein ganz interessanter Titel zu sein. Von daher werden wir den natürlich auf jeden Fall nochmal genauer betrachten. So, was bleibt sonst noch im Scan? Direkt darüber habe ich noch eine Call-Option auf MPC mit Laufzeit bis August. Der wurde vorher, glaube ich, noch gar nicht gehandelt. Müsste heute der erste oder zweite Handelstag sein. Ja, auch ein Wert aus dem Öl- und Gassegment, wie es der Name zumindest vermuten lässt. Waren jetzt nicht die ganz großen Volumen. Wir hatten hier 10.000 Stück. Also Sie sehen, im Prinzip sind wir hier schon so ein Stück weit, kann man sagen, am unteren Ende, was die Volumina anbelangt. Vielleicht noch hier ein ganz interessanter Wert, SPOT. Ja, da gab es heute 12%, hat sich gestern schon so ein Stück angedeutet, wirklich eine ganz stabile Kerze ohne Docht und ohne Lunte oder mit einer ganz kleinen Lunte bei 200, heute gleich mit einem Gap eröffnet und dann nochmal die 12% zugelegt.
Ah, Spotify war das. Da hat sich einiges im letzten Monat, kann man sagen, getan. Wenn man sieht, hat der Wert, ja, zumindest, wenn man die Tiefkurse mal von Mitte März hernimmt, sich auch fast verdoppelt. Und hier sind es aber auch ganz kurzfristige Wetten. Und da sehen Sie mal, was da noch für Bewegung drin ist. Also bis morgen auf 230. Das sind immerhin noch $6. Wird dort auch nochmal, ja, oder sehen ja, der Preis ist hier auch nochmal bei $3. Das bedeutet, da ist schon einiges an Volatilität mit eingepreist, obwohl mit 55 oder 53%, die jetzt nicht ja, exorbitant hoch ist. Aber Spotify sollten wir uns vielleicht dann auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt in der Option Station Pro genauer anschauen. Ja, das waren sie eigentlich schon. Einen Wert möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist der Titel ENPH. Da gab es auch heute mal ein größeres Volumen. Hat ja gestern stark federn gelassen, mit 25% im Minus. Heute 15% im Plus das Ganze. Und hier gab es nochmal ein paar größere Call-Käufe heute. Aber da hat wohl jemand auf einen etwas stärkeren Rebound gehofft. Ich glaube jetzt, es können ja keine Verkäufe sein, weil so viel war jetzt nicht im Open Interest. Das halte ich jetzt mal für, ja gut, unrealistisch nicht. Wenn man den letzten Tag sieht, ist nichts unrealistisch. Aber ist natürlich eine sehr riskante Sache hier. Aber bei 15 Cent in der Prämie jetzt auch nicht allzu teuer. Und der Titel natürlich gestern und heute. Sie sehen es ja gestern 80.000 auf der Call-Seite, sowie auch auf der Put-Seite. Und ja, dementsprechend wird das Volumen sicherlich hier auch noch ein paar Tage so hoch bleiben. Hier gab es wohl die Meldung, dass ein Gerichtsverfahren oder ein Betrug irgendwo im Raum steht. Und da reagiert natürlich die Börse schnell und auch nicht unbedingt zimperlich, so wie wir es gestern mit den minus 25% gesehen haben. Aber das sind dann wirklich nur ganz kurzfristige Spekulationen, die wir bei solchen Titeln in der Regel sehen. Ja, das waren im Großen und Ganzen, ja, glaube ich, zumindest die Titel, die ich Ihnen zeigen wollte. Salesforce habe ich noch. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Angelegenheit. Also es sind schon einige Werte, ups, heute mit dabei gewesen. Auch mal wieder mit etwas längerer Laufzeit. Salesforce ist vielleicht auch so ein Kandidat für den nächsten Ausbruch. Wundert mich ehrlich gesagt, dass Salesforce jetzt so stark eingebrochen ist in dem Bereich jetzt hier Mitte März, wo die Krise begann. Aber bei Salesforce steht auf jeden Fall noch Ausbruch aus. Und wenn man sich mal so die Bewegungen anschaut, glaube ich auch hier, dass da recht gute Chancen bestehen. Wäre für mich auch ganz klar noch ein Kandidat, den wir mit ins Depot aufnehmen. Ist halt immer die Frage, wenn Sie einen Long Call haben, wenn irgendwas passiert, klar, Sie können die kompletten $300 verlieren oder 320. Bei einem Credit Spread, ja, kann man natürlich rechtzeitig die Reißleine ziehen. Da werden wir uns immer mal ein, zwei verschiedene Varianten anschauen, weil wir haben ja gesehen, beim Credit Spread ist es vielleicht nicht so zeitintensiv, weil Sie jetzt nicht jeden Tag schauen müssen und den richtigen Moment des Ausstieges zu treffen. Aber die großen Gewinne hatten wir ja einige mit dabei, sind in der Regel über die Long Call Optionen entstanden. Nur dass man da ein bisschen aktiver dabei ist. Sonst passiert es natürlich genauso wie jetzt gerade erwähnt bei dem Wert, der morgen ausläuft auf Sono. Wir könnten ihn nochmal rollen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber das würde ich Ihnen dann auch im Anschluss gleich noch mitteilen, weil hier ist auch noch einiges an Volumen reingeflossen. Also sind nicht nur wir, glaube ich, die hier diesen Call bis morgen auf $12,5 halten. Werden noch einige andere mit dabei sein. Und ja, von daher ist die Frage, schließt man den Trade hier ab, nimmt den Restwert noch mit oder lässt man sich hier vielleicht nochmal auf einen Monat länger Laufzeit ein. Da sehen Sie, ist der Kostenfaktor natürlich dann auch ein ganz anderer.
Gut, dann doch noch ein allerletzter Wert, weil er auch schon häufiger mit aufgefallen ist, bevor wir in die Option Station Pro gehen. Das ist Snapchat. So, 23,5 bis zum 2. Juli. Auch Snapchat, ja, generell natürlich bekannt für riesen Volatilitäten. Hier waren wir bei 8 Dollar Mitte März und jetzt sind wir bei 22. Doch ein recht ja, recht guter und recht konstanter Anstieg auch, kann man sagen. Da war jetzt natürlich das Gap nach den Quartalszahlen sicherlich mit ausschlaggebend, aber seitdem setzt sich dieser Trend auch weiter fort. Hier war aber schon einiges im Open Interest. Hier ist dann vor allen Dingen einiges an Volumen gestern reingeflossen. Gestern war ja auch ja, so nimmt der Tag eines größeren Anstiegs. Heute ist der Wert prinzipiell auf dem gleichen Niveau, wo er jetzt gestern war. Und ja, beim Strike-Preis 23,5 ist auch noch ein gutes Stück an Bewegung notwendig, dass der Wert hier noch ins Geld läuft. Gut, dann haben wir es eigentlich nur Interesse halber, auch wenn ich schon gesagt habe, dass der letzte Wert ist, nochmal ganz kurz auf den chinesischen Elektroautomobilhersteller, da er auch häufiger jetzt in Erscheinung getreten ist. Und ja, das, was wir natürlich ein Stück weit nutzen konnten, auch leider, wenn es nur 100% war, ist er deutlich weiter dann noch gestiegen, scheint sich auch hier weiter fortzusetzen. Also NIO wieder auf den Weg zu ja, alten Höchstständen, kann man fast sagen, wobei die, glaube ich, noch ein gutes Stück entfernt sind. Gehen wir ganz kurz auf den Weekly Chart. Ja, gut, das ist jetzt 10 Dollar. War hier so der Höchststand. Gut, wir sind jetzt bei 7, das ist natürlich noch ein Stück. Aber die längere Durststrecke hier von 2019, Anfang 2019 gab es hier den Einbruch, scheint zumindest innerhalb von 3, 4 Wochen wieder repariert worden sein. Denk mal, wird ein spannender Titel bleiben, werden wir mit Sicherheit auch häufiger wiedersehen. Und ja, werden wir dann beobachten, wenn die nächsten Live-Schaltungen stattfinden. Gut, dann gehen wir jetzt doch direkt in die Option Station Pro und fangen einfach mal der Reihe nach an, uns die Titel anzuschauen, wo wir jetzt das Volumen festgestellt haben und dann gegebenenfalls auch den ein oder anderen Einstieg mitzunehmen. Also, um es nochmal Ihnen hier vielleicht auch grafisch ein bisschen anderes darzustellen. So, da hatten wir folgende 4 Werte, die mir halt besonders aufgefallen sind mit einem hohen Volumen und wo bei allen Werten kann man sagen, auf größere Steigungen spekuliert wird, ist CLDR, der Wert aus dem cloudbasierten Bereich BILI sowie VIPS mit dem Symbol und der Streaming-Dienstleister, wo es teilweise natürlich sehr kurzfristige Werte waren, ROK. KU. Das waren somit die Werte, die aus dem heutigen Scan am interessantesten ausschauen. Und die wollen wir uns natürlich hier in der Form auch einmal mit ein paar anderen Varianten anschauen. Und zwar haben wir auf der rechten Seite jetzt die Aktie CLDR, immerhin noch mit knapp 7% im Plus. Die Option mit Strikepreis 15 hält sich hier auch recht gut. Und jetzt schauen wir einmal rein und prüfen natürlich nochmal die anderen Möglichkeiten und schauen uns auch nochmal ganz kurz die Informationen an. Also CLDR, die nächsten Quartalszahlen, das ist auch mal ganz wichtig, dann Anfang September, das heißt alles von der Laufzeit her bis September sollte dann kein Problem auch mit den Quartalszahlen darstellen. Wir haben ja keine Dividende, die hier gezahlt wird. Auf jeden Fall ist er aber auch schuldfähig. Von den News gab es immer noch nichts, was den heutigen Anstieg da um die 7% veranlasst hat. Dann den zweiten Wert, das war der Titel BILI aus dem Spiele- und Multimedia-Bereich, auch ein chinesischer Titel. Da kommen die Zahlen dann am 18. Juli. Hier gab es ein paar gute Bewertungen von Morgan Stanley und JP Morgan im Mai. Und aber auch von den Meldungen heute eigentlich nichts zu sehen. Der Wert ist aber auch plus 2% im Plus. Und der dritte Titel auch aus China, Vipshop Holding Limited,
Ja, aus dem Internet-Retail-Bereich, da gab es einige gute Bewertungen in den letzten 3 Monaten und die Quartalszahlen aber auch hier dann erst Ende August wieder. Natürlich wie die anderen zwei Titel jetzt auch nichts, wo Dividenden gezahlt werden. Und News was waren jetzt auch in der Form noch nicht vorhanden, aber auch charttechnisch sieht das natürlich dementsprechend interessant aus. Und der dritte Wert, vierte Wert, kein Titel aus China. Das ist aus dem Entertainment-Bereich aus den USA. Der Streaming-Dienstleister Roku. Da waren die Quartalszahlen auch Anfang Mai. Auch der bringt natürlich keine Dividende. Und hier haben wir heute eine Meldung, dass ja einige Fondsmanager, wo dann auch hier auf diesen Wert sich nochmal ein Stück weit mehr mit fokussieren wollen. Und den werden wir uns natürlich auch nochmal im Detail anschauen. Also das waren die vier Titel mit dem hohen Optionsvolumen, die besonders rausgestochen sind. Und jetzt schauen wir uns dazu noch ein paar weitere Details an. So, bei CLDR war ja der 17. Juli. Ich würde jetzt einfach mal schauen, ob wir hier vielleicht in irgendeiner Form noch einen Spread aufmachen können. Ganz kleinen Moment. So, CLDR war der 17. Juli. Hier kam noch Meldung, Insider Selling, Cloudera. Gut, da schauen wir trotzdem mal rein, was die Spreads gibt. Und zwar haben wir hier, na gut, ich meine, der einzige Credit Put Spread, der sich anbieten würde, wäre auf 12,50 für den ganzen Monat, ist jetzt 75 Dollar Credit. Dafür, dass es nicht unter 12,50 fällt. Ich sage mal, der Wert 12,50 liegt hier. Lag eigentlich jetzt die letzten Tage immer mal darunter. Ganzen Monat klingt jetzt nicht ganz so attraktiv. Option wäre natürlich hier zu sagen, der ist nicht allzu teuer. Wieso nicht einfach mit einem ganz normalen Put-Verkauf zu agieren? Und da werden Sie natürlich jetzt bis morgen nichts bekommen. Oder natürlich nur, wenn Sie ganz nah an den Preis gehen. Auf 13,50 gibt es noch einiges. Auf 13, ja, 13 haben wir auch noch ein paar Cent. Das würde ich aber jetzt für einen Tag nicht unbedingt mit in Erwägung ziehen. Schauen wir lieber mal so auf 14 Tage. Sind aber auch nicht die großen Prämien, wenn ich jetzt hier schaue auf 11 Dollar. Also laut dieser Sache würde ich hier 170.000 im Call-Volumen, wenn ich die noch irgendwo sehe. Ich nehme sie mal direkt mit auf den Bildschirm, dass Sie es auch erkennen können, weil wir hatten natürlich hier auf den 17. Juli ja 100.000 mit Strikepreis 15. Das war eigentlich das größte Volumen. Man könnte natürlich jetzt eins machen, 15, 15. Ich glaube, was ich hier. So, haben wir jetzt den 17. Juli. So, dann könnten wir mal den 2. Juli nehmen.
Weil so ein Kalender-Call wäre für mich jetzt in der Form ganz interessant mit dem 17. Juli und 2. Juli, dass wir die $15 da als Streikpreis nehmen. Sollten wir vielleicht vorher erstmal kurz analysieren. Kriege ich das mit der Spreadweite hier hin? Strike Range. Ja, eigentlich habe ich schon die richtige Spreadweite. Das denn nicht? Gut, ansonsten nehmen wir einfach. Achso, er nimmt nur die wöchentlichen. Ja, wir können es ja hier mal kurz simulieren. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich diesen Kalender-Call kaufe? Das wird jetzt bei einer Woche länger Laufzeit auch nicht viel anders aussehen. Wir haben jetzt ungefähr 30 Cent, der das Ganze ausmachen würde. Und im Prinzip ist es einfach nur wichtig, dass er in der Range bleibt, wo er jetzt ist. Also irgendwo zwischen $12,50 und nach oben kann er, glaube ich, auch auf $17,50 steigen. Den größten Gewinn haben wir natürlich, wenn er bis zum 2. Juli irgendwo bei $15 angelangt. Aber wir haben nicht dieses große Investment von $100 pro Option. Und beim Kalender-Call, ja, mehr als die 30 Cent, die wir investieren, können wir nicht verlieren. Also von daher ist das auch schon mal eine positive Angelegenheit. 2. Juli, 17. Juli, Kalender-Call auf CLDR. Man muss im Prinzip eigentlich bei einem Kalender-Call nicht allzu viel beachten, außer dass wir natürlich um so näher wir zum Verfallsdatum des 2. Julis kommen, natürlich auch schon mal über eine Realisierung nachdenken können. Ideal ist es, wenn man den 2. Juli verfallen lässt und vielleicht sogar den 17. dann auch weiterlaufen lassen kann. Also, dass sie sagen, okay, vielleicht steigt Cloudera jetzt nochmal, aber in der Form jetzt idealerweise nicht in den nächsten 14 Tagen. Und wenn es dann über die 15 geht und das nach dem 2. Juli der Fall wäre, hat man natürlich nochmal einiges mehr. Dann hat man die Prämie von dem kurzlaufenden Call, der verfallen ist, und kann noch den langlaufenden Call, wo man ja long ist, noch schließen. Wäre zumindest jetzt eine Variante, die ich für diesen Wert, sag mal so, ganz interessant finde, weil mit 30 Cent kann man auch mal die Positionsgröße etwas anders wählen, als wenn ich jetzt hier auf, oh, jetzt sind wir hier schon bei 50 Cent, nee, ah, das war. Genau, da platziere ich mal einen Trade. Kann natürlich Ihnen das dann alles wieder über den Skype-Chat mit an die Hand geben. Das wäre jetzt CLDR. Dann gab es auch schon gleich die Ausführung. War der zweite Wert BILI? BILI hatten wir auch recht. Gehen wir mal wieder in die Single-Optionen rein. Recht gutes Volumen. Das war. Ja, hier auf 50 ist mir ehrlich gesagt eigentlich von dem Abstand halt ein bisschen zu weit weg. Das sind $8, erstmal um den Strike-Preis zu erreichen, $9 für ein Break-Even. Das für einen Monat bei einem Kurs von 40, 42 erscheint doch schon recht viel. Deswegen hier auch mal die Alternative dazu. Der vertikale Spread, das sind wir jetzt, ja. Einen Monat, $5, das ist eigentlich auch ein bisschen wenig. 40, 35 wäre natürlich sehr nah am aktuellen Preis, muss ich ehrlich sagen. Hat einen guten Spread, also würde auch vom Chance-Risiko-Verhältnis passen. Nehme es mal mit rein, ich schreibe Ihnen das dann noch. Und dann hatten wir VIPS. Fand ich jetzt von allen Titeln ja, da ist heute das Volumen natürlich am ersten Tag des Anstieges, wenn man so nimmt.
ist. Also, das heißt, da kann durchaus noch ein bisschen was nachkommen. Auch vom Chart her ist die Bewegung jetzt noch nicht so weit ausgeprägt, wie es bei den anderen der Fall war. Ist aber generell jetzt ein Wert, der eigentlich nicht das ganz große Volumen verspricht, auch wenn er hier wöchentliche Optionen hat. Hier sehen wir nochmal diese 20.000 auf 22. Fünfzehn könnte man auch überlegen. Oh, bei 22. Ja, gut, die wöchentlichen haben natürlich einen dementsprechend hohen Spread. Sonst auch mal so eine Variante einfach mal als Denkanstoß. Credit der Kalender Call, dass man den kürzer laufende Call Option verkauft. Ist immer dann ärgerlich, wenn der Ausbruch jetzt in den nächsten 2, 3 Tagen passiert und das Ding geht Ihnen auf 26, 27, da werden Sie beim Kalendercall leider auch keinen Gewinn haben. Also das muss man natürlich beachten. Aber wenn einem das Investment jetzt zu groß erscheint, ist natürlich Debit Call oder Kalendercall immer eine gute Alternative zu einem einfachen Long Call, um die Kosten ein Stück zu reduzieren. Bei jetzt so extrem volatilen Titeln kann man sich dann auch nochmal entscheiden und vielleicht einzelne Legs, einzelne Optionen daraus schließen. Aber durchaus eine Variante, die Ihnen zumindest das Risiko deutlich minimiert. Von der Chance muss man natürlich auch was abgeben, gerade wenn es in den ersten 1, 2 Wochen passiert, wo Sie auch noch die Short-Call-Option halten. Nee, ansonsten bei dem Wert würde ich jetzt mal behaupten, fällt mir ehrlich gesagt nicht allzu viel ein, weil die Spreads hier bei allen anderen Optionen nicht so gut ausschauen. Er hat einfach nicht die Liquidität. Und wenn es dann irgendwo eine Möglichkeit sein sollte, würde ich dann wirklich auch die empfehlen, die Sie hier sehen, also den 17. Juli als einfachen Long Call, vielleicht noch als Möglichkeit, einen höheren Strikepreis zu verkaufen. Aber sonst die anderen Optionen haben leider dann doch so ein geringes Volumen, dass sich das nicht lohnt. Ja, und Sie sehen, unser Titel ist, der letzte ist schon durch die Decke gegangen in der Zwischenzeit. Also die Option, die wir vorhin gesehen hatten, die ist, ich kann sie nochmal raussuchen, die ist jetzt von $3, wo wir sie noch zu Beginn der Live-Schaltung gesehen haben, schon, Entschuldigung, wo war das jetzt? Bei 2,90 lag die. Ist sie jetzt in der Zwischenzeit hier auf 3,80, also hat schon $1 zugelegt. Ist halt, das sind $375, aber sag mal jetzt so vom Trend her gefällt mir der Wert wirklich gut jetzt für den letzten Handelstag und würde hier mal reingehen und mal schauen, was dann morgen doch noch über so einen kleinen Spread möglich ist. So, der Wert ist bei 126 aktuell. Ich sag mal so 120. Wenn wir den Put verkaufen, kriegen wir immerhin noch, wo haben wir ihn denn? 56 Cent. $56. Nimmt man halt eine Worst-Case-Absicherung mit rein, die jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg liegt. Aber sagen wir mal $60 für einen Handelstag. Kann man durchaus. Also muss man natürlich dann als Kombination machen und verkauft hier den Call auf 120 und dann dementsprechend zur Absicherung nehmen wir mal den Call auf 118, falls jetzt doch irgendwas Dramatisches passiert, dann haben Sie halt die $2 Risiko und ziehen davon natürlich Ihre Prämie ab, dies liegt jetzt bei 30 Cent. Das ist jetzt nicht das Chance-Risiko-Verhältnis, was wir sonst immer hernehmen bei Credit Spreads, aber ja, optional können Sie natürlich auch sagen, Sie riskieren mal etwas mehr, nehmen den Long Call mit rein, aber klar, bei einem Tag die Gefahr, dass da morgen 380 $ weg sind, die ist sicherlich auch hier vorhanden, aber scheint mir doch, wer der richtig gepusht wird, jetzt nochmal in den letzten Tagen, wenn Sie unten mal auf das Call-Volumen schauen, 400.000, 250.000, 200.000 und das sind meistens schon Anzeichen, so kurz vor Verfallstermin, dass da auch morgen noch einiges passiert. Da ist es auch immer mal ganz gut, mal reinzuschauen, was sind denn jetzt so die großen Volumina, die sich morgen hier verbergen. Das sind genau die 125, die wir gesehen hatten als Strikepreis. Also bin ich hier,
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber sehr, sehr sicher, dass der Kurs auch morgen über 125 schließt. Mit denen hatten wir auch schon einige gute Erfolge. Also, das wäre dann der dritte Einstieg sehr kurzfristig. Würde Ihnen all diese Werte natürlich dann gleich über den Live-Chat schreiben oder Empfehlungschat zusammen mit den anderen Titeln, wo wir jetzt so ein Stück weit den Ausstieg verpasst haben. Oder wo den Ausstieg noch durchführen müssen, weil die ja morgen verfallen. Also das soweit von meiner Seite. Wenn von Ihrer Seite noch Fragen sind, wie gewohnt, per E-Mail stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Es gibt auch noch eine Festnetznummer, unter der Sie mich oder meine Kollegen jederzeit erreichen. Das hier nochmal als Abschluss Ihnen mit an die Hand zu geben. Ansonsten bleibt mir nur eins. Ihnen noch einen angenehmen Abend zu wünschen, eine schöne Woche und wir hören uns dann auf jeden Fall in der kommenden Woche. Termine müssten Sie ja in der Form alle erhalten haben. Schauen wir mal ganz kurz rein. Da sind wir in der kommenden Woche dann. Am Dienstag, also am 23. Juni, 18 Uhr, dann die nächste Live-Schaltung. Aber wie schon erwähnt, morgen wird es einiges geben durch den Verfallstermin. Also wir werden Ihnen auf jeden Fall morgen noch einmal schreiben. In dem Sinne, Ihnen angenehmen Abend, viel Erfolg und bis morgen oder bis Dienstag dann. Vielen Dank.